Kannst du starten? Okay, ich grüße alle Zuschauer, so wie Sabine sagt. Sind ja viele sind noch leider auf dem Hauptkanal oder einige. Hi. Hallo. Das war ein schüchternes Hallo. Aber wir machen weiter. Also wir wollen heute etwas machen. Also normalerweise machen wir die normale Sendungen, aber ich habe gedacht, okay, wir haben kein Thema, sonst ist niemand da, dann senden wir aus dem Ausbildungskanal und arbeiten wir mit Andrea zusammen für ein schönes neues Thema, was wir noch nicht entwickelt haben. Und zwar aus der Sicht der organisatorischen Intelligenz, die Informationen, die gekommen sind, aus alle, die jetzt mitwirken. Es werden jede Woche eins, zwei mehr oder drei. Gibt es zu starke Organe, zu schwache Organe? Und ich nenne sie dann die anderen Zwillingsorgane. So, wir haben jetzt, gestern waren wir ein bisschen unsicher, wie wir gestern geschaut haben. Das war nicht so, wie die Informationen einfach gekommen waren. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen forschen zusammen, was Zwillingsorgane sind. Und was ich gehört habe in der chinesischen Medizin, heißen die Partnerorgane. Aber natürlich für mich ist einfach auch ein bisschen was anderes. Okay. Das heißt, ich lade alle ein, die da sind, den eigenen Kanal zu öffnen fürs Channeling, für das Abrufen von Informationen. Okay, die erste Information, die ich einfach bekommen habe, und dann bitte ich die anderen, was dazu zu sagen, ist, dass Zwillingsorgane sind ein Teil in uns, praktisch zwei Organe, die, ich weiß nicht, warum ich sie Zwilling genannt habe, die irgendwie sind ähnlich und doch nicht. Die sind einfach auch ergänzend. Das heißt, ein Organ hat eine Aufgabe, das andere Organ ergänzend zu ermächtigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Organ, zum Beispiel Milz und Niere habe, das heißt, mit dem Milz stärke ich zum Beispiel mit einem Schutz die Kommunikationskompetenz der Nieren. Das heißt, die Nieren können sich einfach auch mehr entfalten und verbinden und zusammenbringen unter dem Schutz der Milz. Und die Milz und die Nieren geben der Milz durch den Rückfluss einfach die Möglichkeit, sich einfach auch zu reinigen. So verstehe ich einfach Zwillingsorgane. Sabine, du hast was mitgekriegt? Ja, ich bin gerade am Schauen, weil es ist ja in der chinesischen Medizin nicht neu. Ohne dass wir es wussten, hatten wir ein Interview mit Tian Gong und da kam dieses Thema auch zur Sprache. Und ich habe jetzt nochmal reingefühlt. Die haben das Partnerorgane genannt, glaube ich. Aber ich habe nochmal reingefühlt und so wie sich das jetzt auch bei uns gezeigt hat,
es ist wirklich ganz individuell. Also man kann nicht sagen, der Milz steht das gegenüber. Also irgendwie schon im Grundgerüst. Und trotzdem ist es aus der Sicht, wie wir schauen oder wie sich das jetzt gezeigt hat, ganz individuell zu sehen. Und es kann sich, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, es kann sich auch ändern. Das, was wir schauen, ist der Momentanzustand. Also das habe ich jetzt mitgekriegt. Weil es hat mit der jeweiligen Lebenssituation gerade im Moment zu tun. Wo ich gerade stehe, wie ich mich entwickelt habe, was ich gerade tue. Und was für Emotionen gerade da sind, was für Gefühle, also so habe ich es jetzt mitbekommen. Ja, so wie sich im Leben auch einiges wandelt. Ich meine, Paare, mit 18 oder mit 16 sich das erste Mal verliebt und man geht zusammen, wie man so schön sagt. Die wenigsten, wirklich die allerwenigsten, bleiben fürs ganze Leben. Also auch da wandelt sich's und neue Paare oder man paart sich dann neu, sogar mehrmals innerhalb eines Lebens. Also so habe ich das jetzt mitbekommen. Und es kann sein, dass es dann einen Moment gibt, wo es dann auch bleibt, wenn es dann stimmig ist. Also das fand ich jetzt auch sehr interessant. Das heißt, wenn ein Organ zu stark ist, die Übermacht hat, ohne das jetzt negativ oder positiv zu sehen, sondern dass es einfach so ist, es hat seine Vor- und hat auch seine Nachteile, dann gibt es immer einen, muss es immer einen Gegenpol geben. Und wie gesagt, das hängt ab von der jeweiligen Situation gerade oder vom Gesundheitszustand, was auch immer. Ich schaue mal weiter, aber das habe ich jetzt gerade mitgekriegt. Ja, wunderbar. Das ist sehr wichtig, weil natürlich in alle traditionellen Systemen es gibt immer fixe Sachen, weil die Meister, die das entwickelt haben, die hätten den Schüler einfach nicht erklären können. Aber ich mache es so. Nicht erklären können, brauchst du nicht, danke. Setz dich. Nicht erklären können. Timo hat heute wunderbar mitgewirkt. Okay, die Meister der Vergangenheit, die hätten nicht erklären können, dass das, was Sabine gesagt hat, die Menschen waren nicht bereit zu verstehen, dass alles im Wandel ist. Deswegen danke ich dir sehr für diese Wahrnehmung und das ist die Brücke, die mir einfach auch fehlte. Es ist nicht, dass es damals nicht richtig war, falsch. Es war genau richtig zu dem Zeitpunkt, weil zur damaligen Zeit, als das so gearbeitet wurde, war es so. Die Entwicklung war viel langsamer. Und jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, jeder weiß es, verändert sich alles viel schneller. Und jeden Tag und jeden Monat, jedes Jahr, alles verändert sich schneller und schneller und schneller und wird sich auch schneller entwickeln. Das Magnetfeld, alles. Und deswegen war es zu dem Zeitpunkt richtig, so wie es war. Und jetzt ist es einfach anders. Und das muss einfach neu gesehen werden. Eben deswegen einfach jetzt nochmal, danke Sabine, verbrennt alle heiligen Schriften, denn die haben mit der damaligen Situation zu tun und nicht mit heute. Das heißt, alle Systeme, die unterrichten, das, was der Meister vor 2000 Jahren entwickelt hat, ist alles passé. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass man diese Höhe hatte. Aber entwickelt einfach eure Intuition. Und ihr bekommt bessere Informationen als alle Meister der Vergangenheit, weil wir jetzt im Körper sind. Okay. Und trotzdem nochmal möchte ich, weil das manchmal wird es missverstanden. Das heißt nicht, dass alles Quatsch war. Um Gottes Willen, das war alles richtig. Nein, nein. Und dass es auch jetzt irgendwo noch seine Gülten, dass man da ansetzen kann. Aber nicht, dass man das als einfach als gegeben und fertig.
Es ist schön, dieses alte Wissen wieder hervorzuholen, aber es ist dafür gedacht, dass man anknüpft und dann schaut, neu schaut in der Zeit, die jetzt existiert. Genau, nee, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, das weiß ich, aber manchmal wird es missverstanden. Ja, ist mir egal, ob es missverstanden wird. Jeder sagt das Seine. Und wenn jemand eine Frage hat, kann sie einfach auch stellen. Natürlich war in Ordnung, aber heute, die meisten Menschen lernen, was andere gemacht haben, was auch okay ist. Aber es gibt uns und man kann sich der intuitiven Intelligenz oder organizistischen Intelligenz anschließen und mitforschen. Und bevor man alles neu lernt, natürlich ist es auch gut, wenn man uns nicht kennt, wenn man alles neu lernt, dann lohnt es sich einfach, die eigene Intuition anzuschließen und sofort alles neu zu schauen. Es ist alles gut, es war alles gut und nur Wandel, alles ist in Bewegung. Und das heißt, bitte alle, die systemisch unterrichten, schaut das, was Sabine gesagt hat. Das ist eine unglaubliche Wahrheit. Also ein kleines Beispiel dazu, auch die Astrologen, auch die großartigen, großen Spitzenastrologen sagen das inzwischen und geben es zu, dass das nicht mehr die Gültigkeit so in der Form hat, wie es halt jahrelang, jahrzehntelang, jahrtausendlang Gültigkeit hatte und gelehrt wurde. Es ist einfach anders. Es hat sich alles auch verschoben und deswegen kann man das nicht mehr in der Form so eng sehen und sich darauf ein, ja. Ja, genau, schließt, deswegen einfach ganz wichtig, schließt euch uns an, wir forschen das zusammen, ihr sind die Meister der Wandel, wir sind die Meister im Wandel und der Wandel. Es gibt uns und wir laden ein, neue Wege zu gehen, die alte Sache zu lesen und sich zu informieren, zu lernen und aber nicht vergessen, die Übersetzung fürs heutige Zeit einfach zu machen. Okay, Andrea hat ein bisschen geforscht über die Vergangenheit und sie wollte uns einfach auch anrufen und das mitteilen. Andrea, wenn du magst, Moment mal hier. Andrea, wenn du magst, anrufen und deine Neuigkeiten, was du geforscht hast, kannst du. Hoi, nee, moi, moi. Moin, hi. Was heißt moin? Moin heißt guten Morgen. Okay. Ja, ich habe heute mal oder vorhin mal eben so für eine Stunde gegoogelt und zwar habe ich die Partnerorgane, so werden sie ja in der östlichen traditionellen chinesischen Medizin genannt. Ich habe da so ein paar Texte gefunden, die ich mal gerne vorlesen möchte. Das ist ganz spannend. Wie sich westliches und östliches Denken praktisch unterscheidet, sehen wir auch daran, wie zum Beispiel die Organe be betrachtet werden. Wenn im nachfolgenden Text von Organen gesprochen wird, geht es hier nicht um die Betrachtungsweise im Sinne der westlichen Medizin, die im Wesentlichen auf die Organstruktur, also materiell anatomisch bezogen ist. Begriffe wie Herz, Lunge, Dickdarm beziehen sich im Sinne der westlichen Medizin auf Gewebe mit einer festgelegten Gestalt und mit bestimmten Aufgaben. Im Sinne der chinesischen Medizin beziehen sich die Bezeichnungen der Organe auf deren Funktion, beziehungsweise beziehen sie sich auf einen Funktionskreislauf. Welche Rolle spielt das jeweilige Organ im gesamten dynamischen Prozess des Körpers? Dieser Funktionskreislauf mit den zugehörigen fünf Wandlungsphasen und den untereinander bestehenden Beziehungen bilden eine wichtige Grundlage der chinesischen Medizin. Gleichzeitig gehören zu den Organen im Sinne der chinesischen Medizin immer das Organ selbst sowie alle damit verbundenen Körperteile. So gehört zum Beispiel zum chinesischen Organ Lunge auch die Nase, die Atemwege und die Luftröhre. Aha.
Zu jedem Organ gibt es ein Partnerorgan. Zum Beispiel ist das Partnerorgan der Lunge der Dickdarm. Das ist auch immer festgelegt, komplett, das ändert sich auch nicht. Aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin kann somit bei einer Störung der Lungenfunktion eine Stärkung der Lunge auch über die Stärkung des Partnerorgans erfolgen. Das heißt, wenn ich über den Dickdarm arbeite, kann ich auch die Lunge stärken. Dann gibt es noch fünf Organpaare, und zwar die Leber, die Gallenblase, Herz und Dünndarm, Milz und Magen, Lunge, Dickdarm, Niere, Blase. In dieser Reihenfolge werden die Organe über den Meridiankreislauf mit Qi versorgt. Ein Paar besteht immer aus einem Yin- und einem Yang-Organ. Das Yin-Organ, das erstgenannte, und das zweite ist das Yang-Organ. Yin-Organe nennt man auch Speicherorgane. Sie stellen Qi bereit. Yang-Organe sind Hohlorgane und dienen der Aufnahme, der Ausscheidung, der Verdauung und dem Transport. Das Partnerorgan ist bei einer Belastung immer bestrebt, den Mangel seines Partners auszugleichen, indem es von seinem Qi oder Blut etwas abgibt. Aufgrund dieser engen Verbindung werden Störungen ebenso wie positive Einflüsse über kurz oder lang immer mehrere Organe oder den ganzen Organismus beeinflussen. Nach chinesischer Vorstellung sind die inneren Organe, ihre jeweils gekoppelten Partnerorgane und ihre zugehörigen Sinnesorgane über Leitbahnen miteinander verbunden. Diese Meridiane verlaufen zum Teil im Körperinneren, zum Teil an der Körperoberfläche. Im oberflächlichen Verlauf liegen die Akupunkturpunkte, über die eine Beeinflussung der energetischen Verhältnisse möglich ist. Alle Organe in unserem Körper arbeiten zusammen wie eine Familie. Sie ernähren und kontrollieren sich gegenseitig. Da gibt es zum Beispiel auch einmal diesen Fütterungszyklus oder Sheng- und Co-Zyklus genannt. Die nährende Energie ist das. Auf organischer Ebene gibt es ein Organ, dem folgenden Organ, Energie. Man nennt dies auch Mutter-Sohn-Beziehung. Hier kann man gezielt mit der Akupunktur beeinflussen, indem wir die sogenannten Mutterpunkte und Sohnpunkte auf den Meridianen nadeln und so den Energiefluss von der Mutter zum Sohn fördern können. Hat eine Mutter selbst zu wenig Energie oder ist in einem Zustand von Dominanz egoistisch, wird das Kind, also der Sohn, nicht ausreichend ernährt und es kommt zu Mangel- und Schwächesymptomen. Dann dem Fütterungs- und nährenden Zyklus gegenüber steht der Kontrollzyklus, die kontrollierende Energie. Ein Beispiel für die kontrollierende Energie ist, zwischen den Organen ist die Kontrolle der Nierenenergie über das Herz. Sind die Nieren energetisch zu schwach, das Herz zu kontrollieren, kann das Herz ungehindert losgaloppieren. Dies kann sich oftmals in Herzstolpern, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen äußern. In diesem Fall wäre es aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin zumeist wenig sinnvoll, das Herz in Form von Beta-Blockern oder Antiarrhythmika in eine Zwangsjacke zu stecken, sondern wir müssen die Nieren stärken, damit sie ihre Funktion, nämlich die Kontrolle des Herzens, wieder ausführen können. Ja, das habe ich so gefunden in dieser kurzen Zeit. Achso, ist klasse, ja. Spannend, absolut intelligent, ja. Und so wie ich das auch mitgekriegt habe, dass ich, also vielleicht ist es das Ziel, dass es letztendlich die beiden so in der Form zusammenarbeiten und so wie wir das jetzt oder jeder in seiner Form entwickelt hat, sind das ja immer andere Zwillingsorgane, ne? Und das hat mit der jeweiligen, das hat einfach mit anderen Dingen zu tun, mit der jeweiligen Emotion oder Gefühl oder Situation. Und ich denke, wenn das Ziel ist, dass dann alle kommunizieren, dass jeder seinem Partnerorgan wieder zugeordnet ist. So könnte man es vielleicht sehen. Ich weiß es auch nicht. Ich muss nochmal reinfühlen. Oder wie siehst du das? Anderes, und zwar kriege ich ja mit, dass ein Zwillingsorgan, das Zwillingsorgan Nummer 1 aus unserer, wir haben da ja ein Schema aufgebaut. Ja.
Und dieses Zwillingsorgan 1 ist auch dem Organ 1 zugeordnet. Das wirkt unterstützend, ist aber trotzdem ja auch individuell immer unterschiedlich. Und das Organ, Zwillingsorgan 2 ist dem Organ 2 zugeordnet. Ich weiß nicht warum, also ich komme aus diesem Glauben gar nicht raus. Wie meinst du das? Darf ich nochmal nachfragen? Also Beispiel? Aufgebaut, ne? Ja. Und da haben wir ja einmal erst das zu starke Organ und einmal das zu schwache Organ. Ja. Diesem habe ich jeweils ein Zwillingsorgan zugeordnet. Ja. Das heißt, das Zwillingsorgan von Herz ist zum Beispiel, also von dem starken Organ ist zum Beispiel Zwillingsorgan Nummer 1. Das zu schwache Organ hat das Zwillingsorgan Nummer 2. Und die beiden kommunizieren untereinander. Das heißt also, dass sie